So, und damit willkommen zu einem neuen Video von Linux, Windows und Mac-Hilfe. Heute möchte ich dir gerne zeigen, wie einfach du MX Linux installieren kannst in VirtualBox. Und zwar ist ja MX Linux so ein bisschen aktuell das Vorzeige-Linux, kann man sagen. Auf DistroWatch wird das ziemlich oft heruntergeladen in letzter Zeit. Und das Ganze basiert auf Debian Stable und auf Antix. Oh, das habe ich jetzt richtig ausgesprochen, genau. Jetzt haben wir hier einen Punkt Installieren. Genau, wir haben es nämlich hier schon offen, und zwar hier oben. Jetzt haben wir hier nur die Nutzungsbedingungen, Unterstützung für MX Linux, ich sag weiter. Jetzt können wir quasi Partitionswerkzeug starten, wo wir quasi das Ganze selber partitionieren können. Das finde ich ganz löblich. Deswegen mache ich das doch auch mal unsere Partitionstabelle erstellen. Ich möchte natürlich eine neue Partitionstabelle auswählen, und zwar machen wir hier mal GPT anwenden. So, dann Partitionierung neu. In meinem Fall möchte ich natürlich gerne ext4, sag hinzufügen, machen Button, sag anwenden und sag schließen. Perfekt, wir haben jetzt hier 64 GB, ich sag schließen. Und wir haben nun hier das Ganze benutzerdefiniert gemacht. Wir können aber natürlich auch sagen, hey, mach's bitte automatisch für mich. Also da kann wirklich jeder frei entscheiden. Und plus, bitte verschlüssel mir das Ganze noch. Ich persönlich sage, gut, okay, wenn er es mir schon anbietet, mache ich es doch auch noch automatisch. Ja, jetzt wird's da natürlich, weil... Aber jetzt sehe ich, wie das Ganze erstellt. Hier haben wir nun die Installationsart, MBR und so weiter und so fort. Ich sage weiter, dann Computername mache ich jetzt in meinem Fall mal Tux, das ist aber der Computername. Computer Domain ist okay und die Arbeitsgruppe, wenn wir jetzt im Summer-Netzwerk unterwegs sind, ist Workgroup ist okay. Ich sage weiter. Jetzt haben wir die Systemsprache, und zwar standardmäßig ist Deutschland Deutsch ausgewählt, das ist richtig, genauso wie Europa und Deutsch. Zeitformat ist auch in Ordnung. Und hier haben wir noch die Einstellungen für die Dienste, wo wir hier noch quasi einstellen können. Aber das ist eigentlich alles soweit in Ordnung, deswegen sage ich weiter. Jetzt haben wir einen neuen Standardbenutzer, respektive einen neuen Benutzer. In meinem Fall natürlich mein altbekanntes Kennwort 1, 2, 3, 4, 5, 6. Jetzt haben wir hier natürlich noch für das Root-Pass oder für den Benutzer Root das Kennwort. Ich wähle jetzt einfach mal dasselbe Kennwort aus wie für meinen Benutzer. Okay, jetzt mault er nicht. Gut. Automatische Login bevorzugt. Kennwörter anzeigen. Das hat er also gemacht. Und Änderungen des Live-Desktops speichern, sage ich, ist okay. Ich sage weiter. Und ja, jetzt müssen wir nur noch warten, bis er das Ganze fertig installiert hat. Und mich würde mal interessieren, wer benutzt von euch eigentlich alles so MX Linux? Und wie gefällt es euch? Ich würde sagen, wir sehen uns gleich wieder. So, jetzt nachdem er das Ganze installiert hat, haben wir hier oben den Button, das System automatisch neu starten. Ich sage, zack, jetzt abschließen, und ihr seht, er tut die ganzen Services stoppen und tut somit mein Betriebssystem neu starten. Und ihr wisst ja, das Ganze basiert ja auf Debian und auf Antix, und somit bekommen wir auch die Meldung, hey, du kannst deine Disk rausnehmen oder wenn du einen USB-Stick hast, kannst du ihn jetzt sicher entfernen. Da musst du nichts weiter tun, kannst ihn einfach rausstecken. Ich bestätige das Ganze mit der Enter-Taste aktuell und wir sehen, er hat funktioniert. Ich sage Enter und jetzt bin ich doch mal sehr, sehr gespannt. Ihr wahrscheinlich da draußen auch, wie das Ganze jetzt aussieht und vor allem, ob das Ganze funktioniert hat. Das ist nämlich jetzt der Ladebildschirm und wir sehen... Es hat funktioniert, er hat reingeladen ins System und das ist wunderbar und perfekt. Ich danke fürs Zuschauen, bis zum nächsten Mal und tschüss.